Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder am Start seid auf meinem YouTube-Channel. Es gibt heute wieder einen neuen Vlog. Ich starte einfach mal. Das wird ein ganz random Vlog. Ich werde euch einfach mitnehmen in meinen Alltag, erzählen, was ich so mache. Und ja, das Krasseste ist aktuell ja überstanden. Ich weiß nicht, ob ihr mir schon länger folgt, aber ich habe gerade eine Chemotherapie hinter mir. Ich habe ein Hodgkin-Lymphom bzw. also Lymphdrüsenkrebs. Ich weiß noch nicht, ob alles weg ist. Das wird sich jetzt übernächste Woche rausstellen. Da habe ich nämlich meinen PET-CT und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber ich bin ganz guter Dinge. Ich denke ganz positiv und ich glaube, dass dieser Krebs einfach komplett weg ist. Ja, dann habe ich Corona auch gerade erst hinter mir. Also ich bin gerade wieder voll am Genesen, würde ich sagen. Es geht mir Gott sei Dank wieder gut. Und ja, ich nehme euch so mit. Wie ich jetzt anfange, wieder normal zu leben. Es ist einfach so schön, Leute. Ich war gestern das erste Mal seit Monaten mal wieder Indoor essen. Richtig, richtig schön. Ich muss zwar immer noch ein bisschen aufpassen, weil ich natürlich immer noch ein geschwächtes Immunsystem habe. Aber es ist einfach mega schön, jetzt wieder Sachen zu machen. Heute gehe ich in die Stadt mit einer Freundin, ein bisschen bummeln, ein bisschen shoppen, ein bisschen schauen, was es so gibt. Das habe ich auch ewig einfach nicht mehr gemacht, weil ich halt jetzt natürlich auch große Menschenmassen gemieden habe. Das mache ich jetzt immer noch, also eine Zeit lang. Aber trotzdem so ein bisschen in die Stadt bummeln. Ist, denke ich mal, vollkommen in Ordnung. Und ja, am Freitag geht es wieder zurück nach Berlin. Ich bin aktuell noch in München bei meinen Eltern, weil ich jetzt hier auch die Chemo gemacht habe. Erstens, weil mein Arzt hier war und natürlich, weil ich auch die mentale und, sage ich mal, körperliche, also die Unterstützung von meinen Eltern einfach gebraucht habe jetzt in der Zeit. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich hier sein durfte. Aber Freitag geht es wieder zurück nach Berlin und ich freue mich auch schon total wieder auf meine Wohnung und auf meine Freunde dort. Und ja, genau, einfach wieder ein bisschen ein normales Leben zu leben, würde ich sagen. So, ich mache mich jetzt gleich fertig. Ich zeige euch gleich noch mal ein fertiges Outfit und dann geht es eigentlich auch schon los in die City. So Leute, das ist mein Outfit for the City. Habe nur so eine Beanie-Mütze an, eine hellblaue, und bin sonst in all black. Aber ich liebe es ja, ne? Ich feiere ja black. Das ist jetzt mein Look. Ich habe natürlich richtig schön Lagen-Look an, weil es ist so kalt jetzt schon draußen. Deswegen lieber mehr anziehen als zu wenig, damit ich nicht krank werde, ne? Wissen wir ja. Munich by night. Wie schön sieht das aus? Also was heißt night? Es ist 17 Uhr, es ist schon mega dunkel, aber wie schön sieht das aus? Love it. Wir haben schon wieder den nächsten Tag. Ich war ja gestern noch shoppen. Habe euch ja nur ganz kurz mitgenommen, weil ich habe die Zeit einfach genossen mit meiner Nancy. Es war sehr, sehr schön. Habe auch ein paar Sachen gefunden, die zeige ich euch später mal noch schnell. Unter anderem zwei ganz besondere Schätzchen. Aber die zeige ich euch noch. Eigentlich wollte ich tatsächlich einen Laptop kaufen, weil ich unbedingt ein neues MacBook brauche. Aber irgendwie waren wir dann doch erstmal in ganz vielen anderen Läden. Und dann waren wir so fertig von diesem Mini-Shopping-Trip und hatten so Hunger, dass wir dann einfach essen gefahren sind. Super. Naja, egal. Aber ich brauche unbedingt ein neues MacBook, weil meins ist schon super alt und super langsam und immer speichervoll und sowas. Man kennt es. Deswegen werde ich da entweder jetzt online mal noch schauen. Vielleicht finde ich ja noch einen schönen Black Friday Deal oder ich werde nächste Woche in Berlin mal schauen. Genau, jetzt steht aber erstmal Sporty Session an. Ich bin natürlich schon in meinem Sporty Look hier. Werde heute Abs trainieren, weil ich habe am ganzen Körper Muskelkater. Die Regeneration während bzw. auch noch nach der Chemo ist ganz schlimm, Leute. Ich habe immer so eine Muskelkater, das ist abnormal. Aber ja, werde jetzt gleich trainieren ein bisschen und dann steht heute Packen auf dem Plan. Und ich habe so keinen Bock, Leute. Ich kann euch mal kurz hier meinen Room zeigen und es sind natürlich überall meine Sachen verstreut. Also es fängt an bei diesen Boxen hier oben, diese riesige Dinger, die ich einpacken muss. Dann ist dieser Schrank natürlich super voll. Der Schrank ist voll. Ich habe hier ganz viel Schmuck. Es ist super dunkel. Naja, ist auch egal. Mein Schreibtisch. Den muss ich erstmal ausräumen und alles mitnehmen natürlich. Hier stehen Sachen. Da sind Sachen drin. Hier sind noch Sachen drin. Oh Mann, Leute. Und da draußen steht auch schon alles voll. Da habe ich nämlich auch noch meine Kletterstange. Soll ich mal schnell zeigen? So, the chaos is real, Leute. Das muss ich alles mitnehmen. Ich habe schon ein paar Sachen zusammengepackt. Aber da sind auch noch Sachen drin. Da sind noch meine Sportsachen drin. Hier hängen noch frisch gewaschene Sachen.
Es läuft, Leute, also das wird auf jeden Fall ein Chaos. Ich nehme euch mal ein bisschen mit, aber jetzt, wie gesagt, steht erstmal ein Workie-Out-Tisch an. Bin schon in meinem Sporty-Look und bin übrigens so happy, Leute. Ich habe euch das gar nicht gezeigt, aber ich bin jetzt gerade ungeschminkt und ich habe einfach wieder Augenbrauen und Wimpern. Es ist so geil. Ich war nämlich vorgestern, ja, am Dienstag, genau, war ich wieder meine Eyebrows machen. Also ich habe sie mir shapen lassen und mit Farbe anmalen lassen, damit sie ein bisschen voller wirken. Und ich habe mir Lash Extensions wieder machen lassen und ich bin einfach so happy. Oh mein Gott, es tut so gut, wieder ein Gesicht zu haben, wieder eine Kontur im Gesicht. Richtig, richtig geil. Meine Haare wachsen auch schon so ein bisschen, das wird man jetzt nicht sehen. Aber ich habe auch schon ganz viele Stoppel auf dem Kopf, richtig, richtig gut. Und mein Arm ist übrigens so dick, Leute, es sieht aus, als hätte ich den krassesten Bizeps. Das Ding ist aber, dass meine Venen mal wieder angeschwollen sind. Deswegen sieht es so ein bisschen dicker aus, als er eigentlich ist. Ja. Aber egal, das wird auch wieder weggehen. Und ja, jetzt werde ich eine Runde Apps trainieren. See you later. Ich mache mir jetzt Frühstück und zwar gibt es bei mir eine Protein Bowl mit Seidentofu gefroren. Das klingt erstmal mega komisch, aber wenn der in der Bowl drin ist, dann schmeckt man den überhaupt gar nicht. Und dazu gibt es die Schoko, den Kakao-Drink von Fly und Lebkuchengewürz. Das wird so ein ganz winterliches. Vanille-Proteinpulver mache ich noch mit rein. Und dann schmeckt es bestimmt mega. Ich zeige euch dann das Ergebnis, wie es aussieht. Ans Einpacken mache, was wirklich ein richtiger Struggle wird. Ich weiß es jetzt schon. Ich bin jetzt schon komplett überfordert und ich habe nur gerade meine Badsachen eingeräumt. Auf jeden Fall wollte ich euch ja noch zeigen, was ich gestern geshoppt habe. Und zwar erstmal diese ultimativ nicen veganen Doc Martens Boots. Ich liebe ja Doc Martens. Ich hatte schon so viele in meinem Leben und sind einfach die besten Stiefel, die man haben kann. Die sind zwar relativ teuer, aber das Geld ist es halt wirklich wert, Leute. Und das Problem ist ja, dass die hinten ja immer so super, super hart sind und es ja ewig dauert, die einzulaufen. Jetzt habe ich aber letztens einen Trick gesehen und zwar nimmt man dafür anscheinend einfach nur eine Decke, legt sie über den Schuh, einen Hammer und schlägt dann hinten einfach eine Zeit lang auf die Sohle, also auf dieses Harte da hinten. Und es soll halt wirklich was bringen. Also ich bin jetzt mal richtig, richtig gespannt. Ich kann euch gerne berichten, wenn ich sie mal anhatte. Entweder habe ich mit Blasen gelaufen oder nicht. Ich hoffe nicht. Aber ich werde es jetzt mal eine Zeit lang hier bearbeiten. Also es fühlt sich auf jeden Fall echt schon so ein bisschen besser an, muss ich sagen. Ich werde es jetzt mal eine Zeit lang machen, mit dem anderen natürlich auch noch. Aber jetzt zeige ich euch mal schnell die anderen Sachen, die ich noch geshoppt habe. Und zwar war ich bei Reserve. Die haben richtig schöne Sachen aktuell. Da habe ich hier einmal diesen Body geshoppt in diesem krassen, wie nennt man das, in diesem Blau. Und dazu die passende Hose. Das ist nämlich so eine Leggings aus so einem Ripped-Stoff. Ich finde die Farbe so geil. Und die hat unten so einen Schlitz hier am Bein. Finde ich richtig cool als Kombi. Dann war ich tatsächlich bei New Yorker. Leute, ich war schon ewig nicht mehr bei New Yorker, aber meine Freundin meinte, die haben echt ganz coole Sachen. Dann sind wir da reingegangen und ich habe echt coole Basics gefunden. Zum Beispiel diesen Rolli hier. Das ist auch aus so einem Ripped-Stoff. Ich finde, sowas kann man ja immer gebrauchen. Dann das finde ich auch mega cute. Das ist so ein, auch so ein Ripped-Stoff, so ein weißes Cropped-Shirt. Finde ich auch richtig Zucker. Also die hatten echt ganz coole Sachen. Dann das war reduziert und ich musste es einfach haben. Wie geil ist es? So ein Flausch-Oberteil in rosa. Ich finde es richtig, richtig geil. Dann habe ich noch, wenn es dann bald auch mal wieder Party machen geht, so ein Samtoberteil in lila. Das ist hinten komplett so rückenfrei und so zum Binden. Das finde ich auch richtig nice. Und dann noch so eine High-Waist-Hose. Die ist aus so einem ganz stretchigen Stoff, also wahrscheinlich super bequem. Ist halt so eine Skinny Jeans. Ich hätte schon ewig keine Skinny Jeans mehr, weil ich jetzt meistens immer so diese weiten Jeans trage. Aber ich finde, in schwarz kann man das immer tragen, auch gerade so zum Feiern und so. Ja, das war mein kleiner, aber feiner Shopping-Haul. Und ich werde jetzt ein bisschen weiter klopfen und dann mache ich mich ans Packen, Leute. So, Leute, der Tag ist gekommen. Es geht zurück nach Berlin. Ich kann es kaum glauben. Es ist wirklich wie so ein richtiger Umzug, Leute. Mein Auto ist einfach tiefer gelegt. Ich muss euch das später mal zeigen. Es ist wirklich fast bis oben hin voll. Es geht wirklich fast nichts mehr rein. Ich hoffe, ich kriege das Zeug von meiner Freundin noch rein, weil die hat auch noch einen Koffer. Die hat hier eine Freundin besucht und ja, die hole ich jetzt gleich noch ab und wir fahren dann zusammen nach Berlin.
Let's see, würde ich mal sagen. Ich zeige euch das gleich mal, wie voll es wirklich ist. Ja, jetzt habe ich die letzten Sachen noch, die ich zusammenpacke und dann geht's los. Und passend zur Fahrt hat es heute angefangen zu schneien in München. Das ist doch wunderbar, Leute. Es hätte einfach auch noch bis morgen warten können. Aber egal, ich hoffe einfach, es schneit nicht zu schlimm, dass wir nicht in Schneesturm kommen oder so. Das wäre natürlich super ärgerlich, aber das glaube ich jetzt mal nicht. Und ja, jetzt packe ich dann die restlichen Sachen noch ein. Und dann geht's schon los. Ich kann es kaum glauben. Irgendwie richtig krass. Bin so richtig zwiegespalten, weil auf der einen Seite freue ich mich natürlich mega. Ich freue mich auf meine Berliner Freunde, auf meine Wohnung und sowas. Aber auf der anderen Seite ist es halt schon krass für mich, weil ich seit meiner Diagnose, also Mitte Juli, irgendwie 24/7 mit meinen Eltern zusammen war, weil die ja dann erst in Berlin waren bei mir 2 Wochen und dann sind wir ja nach München gefahren und ja, das ist schon heftig irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wieder so alleine zu sein. Aber ja, wie gesagt, freue mich natürlich auch und ja, nehme euch ein bisschen mit auf die Reise, weil wir teilen uns auch die Fahrt, also eine Freundin kommt ja mit und wir dann fährt mal sie, mal fahre ich, kann ich vielleicht zwischendurch auch ein bisschen filmen, schauen wir mal. Also übrigens mein cozy Travel Outfit, natürlich Hütchen, damit der Kopf nicht friert, dann habe ich so einen richtig, richtig kuscheligen Pulli an von Sassy Classy, ist der ist so weich, Leute, richtig geil. Einfach eine Leggings und dann ziehe ich noch meine neuen Doc Martens dazu an. Ich hoffe, ich kann in den Auto fahren, sonst muss ich halt zwischendurch Schuhe wechseln. Aber ja, that's my look of the day. So Leute, I'm on my way. Meine Freundin ist gleich da und ich zeige euch jetzt mal, wie voll das Auto ist. Help. Und ich habe einen SUV, also der ist wirklich groß und der ist einfach komplett voll. Läuft bei mir, würde ich sagen. Ja, schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Ich mache jetzt gerade das Navi ein, gleich das Navi ein. Und sorry, dass ich schon wieder in die falsche Richtung schaue. Ich müsste eigentlich dahin schauen. Aber ja, ich denke mal so 6, 6,5 Stunden mindestens. Hallo ihr Lieben, welcome back in my Berlin flat. Wow. Nee, ich rede jetzt nicht Englisch weiter. ich merke auch gerade, Licht ist auch schwierig. Ich wollte euch eigentlich schon viel früher eine Story machen, aber ich war heute den ganzen Tag damit beschäftigt, diese Wohnung wieder einzuräumen. Alle Sachen, die ich mitgeschleppt habe, es war wirklich wie ein kompletter Umzug. Das war wirklich crazy, Leute. Hier standen überall Sachen rum. Ich zeige euch das gleich nochmal, wie es jetzt alles aussieht, obwohl es ist... Jetzt war auch die Speicherkarte voll. So, ich wollte eigentlich sagen, ich zeige euch das morgen mal. Es ist einfach schon zu dunkel für alles, deswegen muss ich hier die Lampe anmachen. Wir haben es gerade mal erst 16.08 Uhr, Leute, und es ist schon Duster in Berlin. Also wirklich, es ist einfach schon Nacht. Richtig crazy. Naja, was ich euch aber noch zeigen wollte, dafür mache ich jetzt einfach gleich mal schnell das Licht an, dann kann ich es euch zeigen. Ich habe nämlich bei Depot so richtig geile Sachen für meinen Adventskranz, der wird nämlich auch ganz special werden, geshoppt und das zeige ich euch jetzt gleich mal. Aber dafür mache ich jetzt mal ganz kurz hier das Licht an, weil sonst werdet ihr nämlich gar nicht sehen. Yes, so, ich zeige euch das mal. Und zwar ist es nämlich ein ganz, ganz spezieller aus Pampasgras. Wie cool ist das bitte? Ich habe sowas noch nie gesehen, aber beziehungsweise habe ich sowas bei Pinterest entdeckt und dachte mir erst, okay, vielleicht mache ich es selbst, aber war dann ehrlich gesagt zu voll dafür und der hat auch nur 15 Euro gekostet, also das ist voll okay. Und den werde ich mit diesen Sachen hier beschmücken. Ich habe hier so ein bisschen Lametta, dann so ein paar kleine... Christbaumkugeln, dann habe ich hier so kleine Sternchen noch, die kann ich dann irgendwie noch drauf machen. Dann hier diese kleine. Also ich habe gerade eine Insta-Story gemacht und Leute, mir ist der Name nicht mal gefallen. Wie nennt man diese Dinger? Ich weiß es gerade nicht, aber die sind auf jeden Fall auch mit schönem Glitzer, die kann ich irgendwie drauf befestigen. Dann habe ich noch so eine kleine Lichterkette mit so kleinen Sternen, aber ich glaube, ich mache doch eine andere drauf, weil ich glaube, das wird ein bisschen zu viel sonst. Müssen wir mal gucken. Dann habe ich hier natürlich noch so Glitzer. Dinger, damit kann ich dann die ganzen Sachen befestigen. Ja, dieses Brett habe ich einfach nur so für Food-Fotos gekauft. Und dann hier noch die Kerzen. Also ich mache das alles in so einem Gold-Silberton. Und eigentlich wollte ich die ursprünglich auf diesem kleinen Tablett hier abstellen. Jetzt sind die aber doch zu groß. Das wollte ich halt in die Mitte stellen. Deswegen werde ich es wahrscheinlich auf so einem großen Silbertablett machen. Ja, ich werde euch dann natürlich das fertige Ergebnis zeigen. Und ansonsten, ja, war ich heute den ganzen Tag nur damit beschäftigt, hier in der Wohnung rumzuräumen. Aber es sieht alles schon einigermaßen gut aus. Ich habe nur ganz viel Zeug ausgemistet, Leute. So viel, das könnt ihr dann alles auf meinem Vinted-Kanal kaufen. Und später geht es wahrscheinlich noch auf den Weihnachtsmarkt, weil der hat ja in Berlin hier offen. Allerdings regnet es gerade. Und das Beste an der ganzen Sache... Ich habe meine Balkonkissen noch am Balkon. Die habe ich nämlich gestern rausgeräumt und dachte mir so, okay, ich werde die einfach morgen wieder reinräumen, weil ich muss die nämlich auch erstmal noch waschen. Und ja, jetzt werden sie wahrscheinlich im Regen erstmal eine schöne Runde gewaschen. Ist doch wunderbar, oder?
Super. Okay, das funktioniert hier irgendwie nicht. Jetzt ist es gerade wieder super dunkel. Aber naja, was soll's. Ich schau mal, ob ich später auf den Weihnachtsmarkt gehe. Dann nehme ich euch vielleicht ein bisschen mit. Schauen wir mal. Aber ja, wenn es regnet, ist das natürlich auch eine uncoole Sache, würde ich sagen. Schönen ersten Advent, Leute. Schaut mal, was ich gestern noch gemacht habe. Oh mein Gott, ich bin so glücklich mit dem Ergebnis, mit meinem Pampasgras Adventskalender. Love it. Wir haben ja heute jetzt schon den 28.11. Das ist schon der erste Advent. Richtig crazy, wie schnell das geht. Und deswegen dachte ich mir, ich mache den doch noch. Also gestern Abend habe ich mir gedacht, ich mache den doch nochmal schnell, weil heute wäre es ja fast zu spät gewesen. Ich musste ja in der Früh mein Lichtlein hier anzünden. Übrigens werde ich dieses Lichtlein auch immer nur ganz kurz und mit meinem Beisein anzünden, weil ich glaube, sonst brennt hier mehr als ein Lichtlein, würde ich sagen, mit dem Pampasgras. Aber ja, ist ja hauptsächlich jetzt nur Deko. Und ja, ich finde, er ist mega, mega schön geworden. Oder was sagt ihr? Ja, ansonsten ist leider unser gestriger Weihnachtsmarktbesuch ins Wasser gefallen, sprichwörtlich, weil es hat nämlich total geregnet, es war so Schneeregen, ganz ungemütlich, sage ich euch, ganz ungemütlich. Deswegen haben wir das jetzt verschoben auf heute. Wir gehen jetzt heute wahrscheinlich auf den Weihnachtsmarkt. Das Wetter sieht bisher super aus, also es ist schöner blauer Himmel, Sonnenschein. Das ist doch wunderbar, Leute. Also hoffen wir mal, dass es jetzt heute stattfinden kann. Und somit hatte ich halt gestern Zeit für meinen Adventskranz. Das ist doch auch mal schön, ne? Würde ich sagen. Ja, ansonsten geht's mir gut. Also ich bin fit, bin auch schon in meiner Active Wear. Also natürlich die Schuhe, die werde ich noch ändern. Aber ich bin fresh, mir geht's richtig gut. Und Entschuldigung, ich habe gerade so viel getrunken, sorry, und werde jetzt gleich ins Gym gehen, tatsächlich ein bisschen Booty trainieren. Ich habe richtig Bock, Leute, ich habe richtig, richtig Bock. Bin mal gespannt, wie gut ich durchziehen werde, werde natürlich nicht direkt übertreiben, weil ich ja jetzt länger nichts mit so Gewichten gemacht habe, aber ja, ich habe richtig Bock drauf, ich freue mich und ja, ich glaube, mitnehmen werde ich euch nicht, weil ja, ich will einfach nur mein Workout durchziehen. Vielleicht kann ich ein bisschen was filmen, schauen wir mal. Aber ich freue mich auf jeden Fall mega. Genau, das steht jetzt erstmal an. Dann werde ich mir einen entspannten Mittag machen, ein bisschen was arbeiten vielleicht. Und es wird übrigens ein Gewinnspiel heute online gehen. Das ist natürlich jetzt schon online, wenn ich den Vlog hochstelle. Ich denke, dann ist das leider auch schon abgelaufen. Müssen wir mal schauen, wie lange ich den Vlog jetzt diesmal mache. Aber ich werde den ganzen Dezember über immer wieder mal Gewinnspiele hochladen, weil ich euch natürlich auch immer was zurückgeben will. Also es lohnt sich auf jeden Fall, mir über Instagram zu folgen. Könnt ihr immer wieder mal reinschauen. Dann nehme ich euch ja sowieso immer mit im Alltag. Und ja, ich würde sagen, she's ready for the Gym. Das ist mein Gym-Outfit. Ich finde es voll geil, dieses Oberteil. Das habe ich mal bei Amazon entdeckt. Darunter ist ein Sportbra von MyProtein. Da habe ich übrigens auch immer Rabatte für euch. Also kann ich euch auch mal reinschreiben, was jetzt aktuell angesagt ist, weil die haben ja auch so geile Sportsachen immer. Und einfach so eine schwarze Leggings, Adidas Socks und wie gesagt, die Schuhe werden noch gewechselt. Das wäre doch mal was, in den Schuhen ins Gym zu gehen, ne? Das ist safe. Zurück vom Gym und ich habe so Hunger. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Und zwar habe ich mir ein fettes Banana Protein Porridge gemacht mit Bananen, getoppt mit Kiwi, mit Kakaonips, mit ein bisschen Müsli, mit Nüssen, mit ein bisschen Quark. Richtig geil, oh, das gönne ich mir jetzt. Und währenddessen werde ich mich an meinen Schreibtisch setzen, weil hier ganz viel Zeug liegt, was ich noch bearbeiten muss. Und ja, werde noch ein bisschen was lernen und dann, ja, Happy Sunday. Aber ich liebe es, am Sonntag zu arbeiten, muss ich sagen, weil das. And it is cold outside. We gather around the fireplace, and no one cares about yesterday. My favorite holiday. It means so much more than words can say. And I claim Christmas is a magic. Morgen, ihr Lieben. Happy Monday, Montag. Oh mein Gott, ich liebe Montage. Montage sind für mich immer so ein Grund, aus dem Bett zu springen. Und das bin ich heute tatsächlich auch. Es ist einfach noch so dunkel, Leute. Ich stehe hier mit meinem Ringlicht, weil sonst würdet ihr mich nämlich nicht sehen. Deswegen sehe ich auch so blass aus. Das ist ja unglaublich, wow. Aber ist ja auch egal. Heute ist Montag. Heute
bin ich schon um 17:45 wach gewesen. Fragt mich nicht warum, aber ich bin relativ fit. Ich habe heute Blutabnahme, also ich brauche nämlich für mein PET-CT, das übrigens am 8. Dezember stattfinden wird, brauche ich nämlich bestimmte Blutwerte. Also PET-CT, das ist quasi die Nachuntersuchung, um zu sehen, ob ich noch irgendwo Krebs im Körper habe. Das ist so ähnlich wie so ein MRT, könnt ihr euch das vorstellen. Also ich fahre da, erstmal bekomme ich so eine radioaktive Flüssigkeit gespritzt und dann, also ich strahle dann sozusagen und dann muss ich in so eine Röhre reinfahren. Die ist aber nicht so schlimm, finde ich, wie eine MRT-Röhre, weil da liegt man auch nur 20 Minuten drin. Die ist auch ganz leise, ist vorne und hinten zum Glück offen, weil ich habe nämlich mega Platzangst. Das wäre für mich richtig schlimm, wenn die komplett geschlossen wäre. Und da brauche ich halt ein paar Blutwerte und die werden dann heute abgenommen in meiner onkologischen Praxis in Berlin. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich in einen Café gehen zum Arbeiten. Ich nehme mal meine Arbeitssachen mit, mal schauen, wie meine Mut ist oder ob ich doch lieber in cozy Mut zu Hause arbeiten will. Muss ich mal gucken. Genau, das ist jetzt erstmal so der Plan. Aber jetzt werde ich erstmal eine Runde Apps trainieren. Ich habe übrigens so ein geiles Set an, das ist so ganz knallig pink, von Oceans Apart ist das. Und hat so einen Ripped-Stoff, ich finde das so nice, dieses Set, I like it. Und ich merke, ich muss mal wieder eine Runde Selbstbräune auftragen, ich bin ja so weiß, wow. Naja, so viel dazu, wir sehen uns. Ich schau mal, vielleicht filme ich euch jetzt ein bisschen meinen Workout noch mit, aber ansonsten melde ich mich später. Homelook is real. Wow, wie gammelig kann man eigentlich rumlaufen? Und so habe ich gerade meinen Postboten aufgemacht. Auch noch schön mit Verband hier rum, weil meine Vene leider immer noch echt dick und entzündet ist. Aber man muss dazu sagen, er weiß von meiner Situation. Ich bin so mit meinem Postboten, der ist der tollste DHLer übrigens. Muss man ihm wirklich mal loben. Allein was der mir immer für meine Pakete hier hochschleppt, er stellt sie mir auch immer in die Wohnung mit rein, weil er immer sagt, hey, das ist so schwer, komm, ich stelle sie in die Wohnung. Also der ist wirklich Zucker, Zucker einfach nur. Ja, ich habe gestern nichts gefilmt, weil es ist nichts Spannendes passiert. Oder was habe ich gestern gemacht? Vielleicht ist es auch oft so schwer, dass ihr gar nicht mehr wisst, was ihr eigentlich gemacht habt. Nee, gestern war eigentlich nichts Spannendes. Ich war im Gym. Und dann bin ich eigentlich nur, gestern war ich gar nicht im Gym, ich war Sonntag im Gym, genau, das habe ich euch ja noch erzählt. Und gestern war ich nur bei der Blutabnahme, habe ungefähr erstmal eine Stunde gewartet, bis mir das Blut abgenommen wurde, wo ich mir auch so dachte, wieso wartet man eine Stunde auf eine Blutabnahme? Aber ich glaube, die haben mich irgendwie vergessen, ich habe dann auch was gesagt und dann bin ich komischerweise gleich drangekommen. Und dann war ich nur zu Hause und habe eigentlich gearbeitet, also sehr unspektakulär. Heute genau das gleiche Spiel, heute habe ich einen Homeworkout gemacht, dann habe ich mich direkt eigentlich so ans Worken gesetzt. Jetzt lerne ich gleich noch ein bisschen. Dann gehe ich noch auf den Weihnachtsmarkt. Ich freue mich mega mit meinen Mädels. Aber was ich euch jetzt noch zeigen wollte, ist nämlich Adventskalender angekommen. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so sehr. Morgen ist der 1. Dezember und dann darf ich alles öffnen. Schaut mal, der hier ist gerade noch angekommen von Clorant. Wie süß ist der denn bitte? Ich bin voll verliebt. Das ist aus so einem roten Filzstoff und es passt perfekt in meine Küche. Dann habe ich den von Eis.de. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was sich da drin alles so verbirgt. Und dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier noch eine Ecke. Da habe ich einen von meinem lieben Fitbit-Team bekommen. Ich glaube, da ist ganz viel leckere Schokolade drinnen. Und dann habe ich noch den von New Company. Das sind ja ganz gesunde Sachen. Ohne Zucker, also ohne zugesetzten Zucker und nachhaltig und alles Mögliche. Also ich freue mich richtig. In München habe ich auch noch zwei, aber die habe ich meiner Mami überlassen. Da freut sie sich auch sehr. Und ja, ich würde sagen, die Adventszeit kann beginnen, Leute. Was meint ihr? Übrigens, bitte beachtet nicht meinen fauligen... Oh, mein Kaktus, der hat es leider nicht überlebt, die Zeit, wo ich nicht hier war. Ich habe ihn zwar gegossen immer wieder und eigentlich brauchen Kakteen ja nicht wirklich viel Wasser, aber der hatte auf jeden Fall gar keinen Bock mehr, den muss ich noch wegschmeißen. Richtig sad. And it is cold outside. We gather-
Arbeitsplatz. Wir haben heute den 1. Dezember, das heißt, es werden die Kalender geöffnet und ich habe tatsächlich gestern einen vergessen. Der hat sich nämlich hier im Eck versteckt. Den habe ich dabei noch zugedeckt, weil es war ja noch nicht der erste. Und zwar dieser Rotbäckchen-Kalender, den habe ich von meiner Mama noch bekommen. Richtig cute, weil ich liebe die Säfte. Die haben ja mal diese Immunstark-Säfte und sowas. Und den habe ich von meiner Mama noch bekommen. Und ich mache jetzt mal alle auf und zeige euch dann mal, was da drin war. So, hier haben wir meine kleine, feine Auswahl aus dem Adventskalender. Einmal bei meinem Rotbäckchen war ein Classic drin. Dann von Eis.de haben wir hier ein Winterzauber Magic Oil. Ich glaube, das ist ein Massageöl. Kann man auch immer gebrauchen. Dann im Clairant Adventskalender war eine Mascara drin. Die kann ich ja jetzt langsam auch wieder gebrauchen. Also ich habe zwar jetzt oben Lash Extensions, aber für die unteren Wimpern auf jeden Fall. Den liebe ich von Nussau, diesen Almond Sea Salt. Der ist so lecker. Richtig geil, voll gefreut. Und die Balance ist natürlich da, weil das ist der gesunde Schokoriegel. Und dann haben wir noch einen etwas ungesünderen Crunchy Nougat von Lindt. Oh Gott, Lindt Schokolade ist einfach Goats, Leute. Der war in meinem Fitbit-Kalender noch drin. Mega! So, jetzt gibt es auch nochmal von mir ein Good Morning mit Gesicht. ja, ihr habt gesehen, ich habe schon meinen Adventskalender aufgemacht. Das ist einfach geil. Ich liebe das so sehr, obwohl ich mittlerweile 28 Jahre alt bin, liebe ich immer noch Adventskalender, Leute. Es macht einfach Spaß, würde ich sagen. Ja, ich habe heute schon ein bisschen Sport gemacht, habe aber ein ganz entspanntes Workout gemacht, weil ich heute irgendwie mal ein bisschen Rest wollte und habe mich gedehnt. Und jetzt düse ich dann gleich los zu Myderma, falls ihr das noch nicht wisst, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie neu ihr dabei seid. Ich mache für Myderma das Social Media Marketing, also bin für Instagram sozusagen zuständig und für die Influencer. Ist auch mal immer ganz entspannt, mal was anderes zu machen als meinen eigenen Job als Influencer sozusagen und mal so hinter den Kulissen zu sein und ich erstelle den Content für den Instagram-Channel und so weiter. Und genau, da düse ich jetzt dann hin. Wetter ist in Berlin einfach nur ekelhaft, wie soll es auch anders sein, wenn es wenigstens schneien würde, Leute, aber das ist so ein komisches Regen-Ekelwetter. I don't like that. Naja, aber da müssen wir alle durch. Ja, und ansonsten, da düse ich heute hin, werde ein bisschen dort arbeiten und dann fahre ich danach wieder nach Hause und mache mir einen entspannten Abend, würde ich mal sagen. Genau, das ist der Plan und ja. Wir sehen uns. Vielleicht nehme ich euch ein bisschen mit, müssen wir mal gucken. Ansonsten sehen wir uns, denke ich, heute Abend oder morgen. Ich bin back home und sterbe vor Hunger. Ich habe mir jetzt eine große Salad Bowl gemacht mit allen möglichen Sachen. Richtig, richtig nice. Da freue ich mich jetzt gleich übelst drauf. Im Backofen ist auch noch ein bisschen Dinkelbrot, das esse ich noch dazu. Es ist leider was Kaltes. Eigentlich wollte ich was Warmes essen, aber egal. Muss jetzt sein, weil ich habe so Hunger. Ich schaffe es jetzt gerade nicht mehr, noch was Warmes zu machen. Kennt ihr das? Guten Morgen, meine Lieben. So, ich gönne mir natürlich erstmal ein Käffchen mit aufgeschäumter Milch. Und wollte euch noch meine Kalenderausbeute zeigen. Und ich, Vollhorst, dachte, heute ist der 3. Dezember schon. Nein, wir haben erst den 2. Egal, ich zeige euch jetzt, was im 3. drin war. Werde dann morgen den 2. aufmachen. Also erstmal in meinem Lindt Fitbit-Kalender war Cookies and Cream so geil. Ich feiere das total, dass es auch so kleine sind, weil dann überisst man sich eben nicht. Dann den New Company Kalender, da hatte ich den New Move Cookie Dough Riegel drin, mein allerliebster Protein Bar, der ist so lecker. Im Clairant Adventskalender hatten wir einen kleinen Blush, der ist perfekt mal so zum Reisen, zum Einpacken. Dann im Eis.de Adventskalender hatten wir ein Gerät, das ich wahrscheinlich eher für meine Katze benutzen würde. Das bringe ich, glaube ich, Lotti mit. Und dann hatten wir in meinem Rotbäckchenkalender einen Sehkraftsaft mit Vitamin B, B2, ja, sehr geil, mit Beta-Carotin, das ist bestimmt wahrscheinlich wie so ein Karottensaft. Mal schauen, ob mir das schmeckt bei Karotte, mag ich eigentlich nicht so als Saft, aber mal gucken. Gut, Morning auch nochmal mit Gesicht und happy 2. Advent, nicht 3. Ich habe meine Adventskalendertürchen aufgemacht für den 3. Dezember. Man weiß es nicht, aber es war auch noch früh, Leute. Es war noch früh, das nehmen wir jetzt mal als Ausrede. Ich habe mich in meine Gym-Sachen geschmissen und werde jetzt gleich ins John Reed düsen. Ich freue mich richtig. Heute steht wieder Butti auf dem Plan. Habe ich am Sonntag ja trainiert und ich hatte wirklich bis gestern noch den Mordsmuskelkater. Aber heute geht's wieder, deswegen, ja,
wird heute Booty trainiert, habe mir gerade schon meinen Booster vorbereitet und mache mich gleich komplett ready und dann geht's los ins Gym. Ich habe richtig Bock und vor allem ich bin motiviert, weil der Himmel ist heute blau, Leute. Und das ist wirklich in Berlin nichts, also wirklich, also nichts Unbesonderes, also ja, es ist in Berlin was Besonderes, wenn im Winter der Himmel blau ist, das wollte ich sagen, genau. Ich hoffe, das bleibt heute so, aber da hinten sieht es schon wieder grau aus, das ist schade. Ja, schauen wir mal, immerhin ist es jetzt noch schön. Und ja, ansonsten steht heute Steuern auf dem Plan, da werde ich mich genau da hinsetzen. Das ist jetzt übrigens hier mein Schreibtisch in der Küche, weil ich habe meinen anderen Schreibtisch nämlich noch in München. Ich glaube, ich lasse den auch in München, weil meine Wohnung ist eh schon so vollgestellt und ich hätte theoretisch sogar hier auch noch sowas wie so einen kleinen Schreibtisch. Den habe ich nur in die Küche gestellt, weil da fotografiere ich ja immer mein Essen und so. Aber theoretisch könnte ich mich sogar hier zum Arbeiten hinsetzen. Da habe ich halt jetzt nicht so viel Arbeitsfläche, aber da habe ich wenigstens ein bisschen Tageslicht. Das ist halt auch ganz schön. Aber ansonsten ist das hier jetzt irgendwie so ein bisschen so mein Übergangsschreibtisch. Mein iMac benutze ich tatsächlich leider gar nicht mehr. Ich arbeite immer nur am MacBook und habe mir gestern auch, Leute, zu Weihnachten einen neuen MacBook Pro bestellt. Das heißt, der wird mit nach München gehen. Dann habe ich den in München, den kann mein Dad mal komplett platt machen, weil der ist sowieso todeslangsam. Und ja, dann wird das sozusagen hier mein Schreibtisch, weil normalerweise, auch wenn Leute da sind, wir sitzen irgendwie nie in der Küche, sondern eigentlich immer im Wohnzimmer. Obwohl meine Küche echt schön ist und auch riesig, wie ihr seht. Also da ist echt eigentlich sehr viel Platz. Gott sei Dank, weil ich habe ja wirklich viel Kitchen Stuff, wie ihr seht. Und in meiner Speisekammer ist auch noch einiges, aber ja, trotzdem mal gucken. Aber ich glaube, das könnte eigentlich mein neuer Lieblingsplatz werden, weil es ist eigentlich echt schön hier so am Fenster. Und seht ihr den ein bisschen blauen Himmel? Das sieht auch schön aus, oder? Also die letzten Tage war wirklich alles grau in grau, ich sag's euch. Ich zeig euch mal noch schön mein Gym-Outfit, weil danach werde ich tatsächlich ganz oft auch immer bei Instagram vor allem gefragt. Also mein Zweiteiler hier ist von MyProtein, da habe ich auch immer einen Code für euch. Könnt ihr immer am meisten mit meinem Code sparen, also auch wenn es auf der Website Rabatte gibt. Mein Code hat immer die meisten Rabatte, schreibe ich euch hin. Dann das Oberteil ist von Oceans Apart, das mag ich halt im Winter ganz gerne, wenn man da noch was Langärmliches am Anfang drüber hat, wenn es noch nicht so warm ist, vor allem draußen jetzt. Und meine Schuhe, oh mein Gott, wie geil sind die bitte, die habe ich neu gestern bekommen, per Post mit Adidas sind die, ich finde die richtig, richtig nice. Die werden jetzt auch gleich ausgeführt. Und ich würde sagen, let's go. Ich habe schon wieder viel zu lange rumgerödelt zu Hause, aber jetzt geht's wirklich. So Leute, back from the gym. That's my breakfast of the day. Und zwar ein Porridge versteckt sich darunter, ein Nuss-Nougat-Porridge mit ganz vielen leckeren Toppings. Dann habe ich hier meinen Lasse Greens, das trinke ich jeden Tag mit ganz vielen verschiedenen Vitaminen. Ein Matcha Lemon Tea und dann noch so ein Protect Elixier fürs Immunsystem. Das gibt es jetzt bei mir und ich habe so Hunger. Ich kann es euch gar nicht sagen. Da kommt übrigens jetzt auch noch eine Nektarine oben drauf. Die habe ich mir auch noch gerade geschält. Ich liebe Nektarinen. Und ihr so? Dann sieht aber auch sehr gut aus. Vor allem fette Portionen hier. Richtig geil. Good morning in the morning, ihr Lieben. Von mir und meiner müden Wenigkeit. Halleluja, ich sag's euch, ich bin heute einfach seit 5 Uhr wach und Leute, ich kann mir nicht erklären, warum das so ist, ich verstehe es einfach nicht, aber ich bin seit 5 Uhr wach. Möglicherweise wegen einer Sache, die mir im Kopf rumschwirrt seit gestern. Ich musste aber jetzt erstmal heute noch einen Anruf abwarten, bevor ich euch das erzähle. Ich werde wahrscheinlich auch heute den letzten Tag vloggen, weil sonst ist dieses Video wieder ultimativ lang und fange dann heute auch direkt an zu schneiden, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, meine Nacht war wild, ich sag's euch Leute, deswegen ist bei mir jetzt heute auch entspannter Tag angesagt. Ich wollte heute eigentlich ganz viel Content produzieren, aber ich weiß jetzt noch nicht, ich muss jetzt mal gucken, wie fit ich später bin. Ich denke, ich werde auf jeden Fall Mittagsschläfchen machen, weil ich muss ja immer noch daran denken, auch wenn es mir schwer fällt, aber dass ich ja doch noch krank bin und gesund werden muss. Auch wenn ich wirklich schon fit bin für die Verhältnisse, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem sollte ich halt daran denken, dass ich schon noch auch ein bisschen entspanne. War ja gestern Abend noch Essen, das war aber richtig, richtig schön. Und ja, heute werde ich ein bisschen entspannt machen. Genau, habe jetzt aber schon meinen Hula-Hoop rausgeholt. Ich werde jetzt eine kleine Runde Hula-Hoop machen und ein bisschen Yoga. Heute früh habe ich schon meditiert, das war auch richtig, richtig schön.
Und genau, dann werde ich heute definitiv chillig machen. Ich muss noch ein paar Sachen für die Steuer fertig machen. Ich hasse es, habe ich gestern auch schon den Großteil, aber ein bisschen was muss ich heute jetzt noch machen. Und ja, dann werde ich heute auch auf jeden Fall noch mal eine Runde lernen für meine Trainerlizenz, sage ich schon, die habe ich ja schon, die Fitnesstrainer-B-Lizenz, für meine Ernährungsberater-Lizenz, die mache ich ja bei der Online-Trainer-Lizenz. Genau, weil da bin ich jetzt in den letzten Tagen auch nicht dazu gekommen und werde ich wahrscheinlich in den nächsten auch nicht, deswegen werde ich da heute ein bisschen was dafür machen müssen. Genau, ja, that's the plan. Jetzt mache ich aber erstmal meine Runde Urlaub mit meinen schönen iPads, aber die sind echt Goals, Leute. Ich liebe die. Man merkt richtig, wie die Augenringe diese Feuchtigkeit inhalieren. Richtig gut. Also eigentlich wollte ich euch mein Frühstück zeigen, bevor ich reinsnacke. Hat nicht geklappt. Oh, Leute, ich habe mir ein richtig geiles Apfelzimt-Porridge gemacht. Das versteckt sich hier runter. Dann haben wir Walnüsse, Kokosraspeln, Kaki-Frucht und Banane. Dann habe ich hier aus meinem Adventskalender den Seekraft, den probiere ich jetzt heute mal. Und einen Yogi-Tee. Ich glaube, das ist so mit Hibiskus. Frauenpower heißt der irgendwie. Genau. Und meine Kapseln hier. Meine Supplements. Ja, genau. Das gibt es jetzt zum Frühstück. Und danach erzähle ich euch gleich mal noch, was jetzt hier bei meiner Sache rauskam, was ich vorhin angesprochen habe. So, ihr Lieben, ich chille auf der Couch, mache heute definitiv Couch-Office. Ich bin echt müde. Ich glaube, ich muss gleich nochmal ein Schläfchen machen, weil ich wirklich müde bin. Und ich muss, glaube ich, gleich niesen. Meine Nase kitzelt. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. ja, auf jeden Fall bin ich sehr müde. Man sieht es auch in meinen Augen an. Deswegen habe ich auch eine Brille auf. Nicht Spaß, ich habe ja so eine Blaulichtfilterbrille. Und auch mit Sehstärke tatsächlich. Deswegen trage ich die jetzt auch mal wieder, weil... Die meiste Zeit habe ich es leider vergessen. Shame on me. Ich bin ja noch ein neuer Brillenträger, deswegen ist es für mich immer noch ein bisschen komisch, so eine Brille aufzuhaben. Aber ich versuche, das Beste zu geben und sie regelmäßig zu tragen. Ja, ja, auf jeden Fall, ja, habe ich schon gesagt, ich bin müde. Und ich wollte euch ja noch erzählen, was da jetzt mich so beschäftigt hat heute Nacht, weswegen ich wahrscheinlich auch sehr, sehr schlecht geschlafen habe. Und zwar war ich am Montag bei der Blutabnahme, das hatte ich euch ja, glaube ich, auch erzählt, mitgenommen habe ich euch nicht, aber das hatte ich euch, glaube ich, auch erzählt, hier in Berlin bei meiner onkologischen Praxis. Und da habe ich halt Blutwerte für das PET-CT abnehmen lassen, unter anderem Nierenwerte und Schilddrüsenwerte. Dann habe ich aber gleich auch mal nochmal meine Leukozyten testen lassen, die waren übrigens ganz gut, also weil ich einfach wissen wollte, wo mein Immunstatus quasi jetzt gerade ist. Und dann habe ich die Antikörper noch, also dann wollte ich den Antikörperwert noch für meine Corona-Antikörper, ach, ich merke schon, ich bin echt müde, meine Corona-Antikörper testen lassen, genau, so. Und genau, weil ich halt wissen wollte, ob ich jetzt wirklich Corona hatte, weil meine PCR-Tests waren ja negativ. Und ja, auf jeden Fall hat mich dann gestern, als ich im Gym war, auf einmal die Praxis angerufen. Ich hatte das aber irgendwie nicht gesehen, weil ich mein Handy auf lautlos hatte und dachte mir, ja, ich rufe gleich zu Hause zurück. Ja, habe ich dann irgendwie vergessen bis 15 Uhr, dann habe ich angerufen. Dann hieß es aber, die Praxis wäre schon zu. Die haben mir aber auf einen Anrufbeantworter gequatscht und zwar, ja, Frau Schäfer, wir bitten um Rückruf, weil die Frau blablabla möchte, also die Ärztin möchte gerne mit Ihnen einen Termin noch im Dezember ausmachen. Und Leute, ihr könnt euch vorstellen, nach der ganzen Geschichte, die ich jetzt hatte, wie sehr mein Herz in die Hose gerutscht ist, weil ich natürlich instant dachte, oh mein Gott, es muss jetzt irgendwas mit den Blutwerten sein, weil warum sollte die mich sonst sehen wollen? Die weiß, dass ich in München zur Behandlung bin und warum sollte sie mich jetzt sehen wollen? So, what the hell? Und ja, dadurch, dass die ja gestern schon zu hatten, konnte ich dann natürlich auch niemand erreichen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es mir gestern noch den ganzen Tag ging und wie es mir heute Nacht ging. Bis heute früh, dann habe ich um 8 Uhr angerufen und dann hieß es erst ja, die Schwester, die mich angerufen hätte, die wäre irgendwie jetzt gerade nicht erreichbar. Ich so, toll, wann kann ich dann anrufen? Sie meinte, in einer Stunde nochmal, dann habe ich um 9 angerufen nochmal. Und ja, jetzt kommt auch so die Pointe. Die Ärztin möchte mich tatsächlich nur sprechen wegen dieser Antikörpersache, weil das anscheinend mit einem Arzt besprochen werden muss, wo ich mir so denke, hä, what the hell? Ich meine, ich habe das ja freiwillig testen lassen, sage ich jetzt mal, das wäre jetzt kein Muss gewesen und dachte mir auch nur so, wie kann das sein? Aber ja, it is what it is. Das war so die Pointe, deswegen wollte sie mich sprechen und dann hat sie auch direkt noch gefragt, ja wegen PET-CT-Werten, ob ich da schon was hatte, habe ich gesagt, nee, das habe ich ja erst nächste Woche, deswegen brauche ich auch die Werte. Ja, aber gut, ich habe jetzt einen Termin ausgemacht, auch direkt so 1,5 Wochen nach meinem PET-CT, weil bis dahin habe ich dann hoffentlich auch schon die Ergebnisse und dann kann ich das auch gleich noch mit ihr besprechen und ja.
It is what it is, ne, Leute? Ja, so viel dazu. Ich werde jetzt den Vlog beenden, weil sonst wird er einfach wieder utopisch lang. Ich glaube auch, ich werde jetzt erstmal keinen Vlog machen, sondern ich werde jetzt wieder ein Food Diary starten, weil die mögt die auch immer sehr gerne, so mit Food Inspiration. Und jetzt zur Weihnachtszeit, da isst man ja auch immer ganz tolle Sachen. Und ja, das werde ich wahrscheinlich heute sogar noch starten. Und ansonsten sage ich adios, amigos. Wir sehen uns dann im nächsten Vlog, beziehungsweise im nächsten Food Diary. Übrigens, meine Haare wachsen schon wieder, aber... ganz komisch, also wirklich ganz, ganz hellblond. Ich weiß immer noch nicht, ob das noch vom Cortison ist, weil da hatte ich nämlich auch so einen Pflaumen, sogar auch im Gesicht und so. Keine Ahnung, auf jeden Fall fände ich es geil, wenn ich hellblonde Haare bekommen würde, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass die dann noch ausfallen und dann kommen wahrscheinlich dunklere nach oder so. I don't know. Wieso habe ich hier einen Fleck? Shit. Ich habe heute selbst Bräune aufgetragen. Wahrscheinlich nicht gut genug. Naja, wen interessiert es? Das wollte ich sagen. Genau, ja. Ciao, Leute. Ich sage jetzt mal tschüss. Ihr merkt, ich bin einfach nur müde und mein Hirn arbeitet nicht so ganz.